Am 7. Oktober erscheint der Survival-Horror Alien Isolation. Vorbesteller aus Deutschland erhalten das Spiel in der Nostromo-Edition, die den Crew Expendable Bonus DLC enthält, in dem wir als Teil der Besatzung des ersten Teils auf Alienjagd gehen können. Neben Dallas oder Parker ist auch Hauptfigur Ellen Ripley spielbar. Für den Bonus-Content wurde ein digitales Ebenbild von Schauspielerin Sigourney Weavers wohl berühmtester Rolle erstellt. In unserem Interview erzählt sie uns, wie es war, ihren digitalen Zwilling zum ersten Mal zu sehen. Schon ein bisschen seltsam. Die Ähnlichkeit war verblüffend. Es sah wirklich aus wie Ellen Ripley. Ich habe auch großen Wert darauf gelegt, dass sie aufmerksam und präsent wirkt. Natürlich kann man so etwas schwer zeichnen. Sie sollte etwas raubtierhaft wirken und auf alles achten, was um sie herum passiert. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste an ihrem Charakter. Gerade für diese Art von Spiel. Im Videospielsegment hätte man Sigourney Weaver jetzt nicht unbedingt vermutet. Dass sie sich bereit erklärt, bei einem Spiel wie Alien Isolation mitzuarbeiten, war für viele eine Überraschung. Grundsätzlich sei sie nie gegen eine Videospielversion gewesen, vor Alien Isolation habe sie aber keins der anderen Konzepte überzeugt. Ich wurde tatsächlich schon öfter gefragt, bis jetzt allerdings immer ohne Erfolg. Ich hatte keine Lust, an einem Alien-Spiel mitzuwirken, bei dem sich die Leute einfach gegenseitig über den Haufen schießen. Aber als ich dann hörte, dass sie es auf Basis des ersten Films aufziehen wollten, mit Ripleys Tochter als völlig neuem Ansatz, bin ich hellhörig geworden. Vielleicht wäre dadurch eine Kommunikation zwischen den Generationen möglich. Dazu kommt, dass der Themenkomplex mit dem Weltall als unbekannte Weite einfach unglaublich interessant ist. Für mich ist es immer noch seltsam, dieses Videospiel als solches zu bezeichnen, denn für mich sind Videospiele immer klassische Shoot'em-ups, Zielübungen sozusagen. Isolation ist da ganz anders. Du befindest dich in dieser beklemmenden, klaustrophobischen Welt und musst in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, weil du sonst getötet wirst. Das wollen die Leute und das ist auch gut so. Samuels, I've made it to the hospital. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots. And if we heard them, so did the creature. Good luck, Ripley. Sigourney Weaver ist nicht als einzige vom Alien-Phänomen fasziniert. Seit der erste Film vor fast 35 Jahren erschien, ist die Fangemeinde stetig gewachsen. Die Alien-Reihe wird als Vorbild und Inspiration für unzählige Filme benannt und längst haben Ellen Ripley und das Weltraumbiest ihren festen Platz in der Popkultur. Zu Beginn der Dreharbeiten war der Erfolg zwar noch nicht abschätzbar, für Sigourney Weaver war es aber ab dem ersten Moment etwas ganz Besonderes. Als sie das Skript zum ersten Mal las, hat mich vor allem beeindruckt, dass der Weltraum als Setting und die Charaktere an sich so echt waren. Das zusammen mit der Geschichte und Ridley Scotts ungeheurem Talent hinter der Kamera hat etwas so Einzigartiges hervorgebracht, dass es die Leute auch heute noch in seinen Bann zieht und unterhält. Das hat wahrscheinlich zum einen damit zu tun, dass es als Science-Fiction natürlich in der Zukunft spielt und deswegen nicht so schnell altbacken wirken kann wie zum Beispiel ein Film aus den 50ern. Und wir denken ja auch immer noch darüber nach, wie es wohl wäre, mit einer kleinen Gruppe von Leuten in einem Raumschiff durchs All zu fliegen. Und ich finde es wirklich cool, dass man das jetzt selbst in einem Spiel herausfinden kann. Die Leute brauchen einen Anführer. In letzter Zeit leihen immer mehr Schauspieler den Figuren aus Videospielen nicht nur ihre Stimme, sondern lassen sich per Motion-Capturing-Verfahren komplett in das Spiel integrieren. Ob Willem Dafoe und Ellen Page in Beyond Two Souls oder Kevin Spacey in Call of Duty Advanced Warfare, dank fortgeschrittener Technik ist es möglich, Emotionen bis ins kleinste Detail genau darzustellen. Für die Schauspielerin haben Videospiele herkömmlichen Filmen sogar noch etwas voraus. Was mich so fasziniert ist, dass Videospiele sich gerade stark verändern. Sie können jetzt ganz neue Erfahrungen und Erlebnisse erzeugen. Und für diese Art von Darstellung braucht es gute Schauspieler, um es ein bisschen realer zu machen. Um den Szenen sozusagen den letzten Schliff zu verpassen. Ich bin dem Genre auf jeden Fall alles andere als abgeneigt. Wenn ich eine gute Story vorgelegt bekomme, wenn es mich interessiert und Eindrücke beschert, die für mich neu sind, dann auf jeden Fall. Es ist einfach ein neues Medium und damit eine komplett neue Welt. Schließlich ist hier das Publikum zum ersten Mal Teil der Sache. Und das finde ich sehr faszinierend. Es ist beinahe wie ein Buch, aber es passiert dir. Okay.